Willkommen zurück. Wir sind noch auf dem Weg zum... War das ein Wasserbischof oder sowas? Oder Bischof des Wassers? Alter, Mr. Krabs dreht sich zu schnell. So, geht doch. So, danke. Und der letzte Schädel? Jo. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich da abkürzen könnte, aber gut. Ernsthaft. So, 5 Türme, noch 2 Krabben. Des Bäckers Dutzend. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. So, fehlt noch eine Kribbe. Ah, leck mich. Dann erstmal er hier. Und er. Oder vielleicht auch er nicht. Dann aber du wieder. Dann ihr nicht. Dann schon wieder du. Und. So. Tschüss. Tschüss. So, bevor wir oben lang gehen, erkunden wir hier unten noch. Was sagt denn unser Inventar? Ah, okay, geht noch. So. Sehr schön. Da haben wir noch einen Turm. Ach, leck mich doch, ey. Mann, das nervt. Jetzt wieder ankommen. So. Okay, da müssen wir jetzt rein. Ich hoffe bloß, dass jetzt trotzdem noch Krabben und so weiter kommen können, oder? Ach, bloß wieder Wachturm. Okay.
Okay. Du kannst mich nicht besiegen. Tot. Die Frage ist, haben wir irgendwo jetzt eine Krabbe verpasst, ey? Türme können ja noch kommen. Sehr gut. Und der nächste Turm. Der bringt uns mit Sicherheit wieder Holz und die Krabben Kohle. So, der Weg wird doch mit Sicherheit irgendwie wieder versperrt sein. Und deswegen können wir rechts lang. So, mal gucken. Das scheint mir kein vertrauenswürdiger Pfad zu sein. Es war klar. Lasst die Brücke wieder hinab, ihr Feiglinge. Stellt euch mir. Für die Wadir! Hallo. Okay, ich verstehe manchmal, warum das Spiel ab 18 ist. Oh, ernsthaft. So, der vorletzte Turm. Mir fehlt trotzdem noch eine Krabbe. Verdammt. Und noch ein Wachturm. Wie ist der letzte? Ich werde euch noch den rechten Weg legen. Nach einem Ausgang. Ich brauche einen Eingang. Irgendwo wird doch hier noch eine Krabbe sein, oder? Engel Warniers! Gebietet uns Schutz! Geht doch. Keine Krabbe?
Mist. Naja. Dann verzichte ich halt ein bisschen auf das Gold. Ah. Die letzte Krabbe. Aber wie man das Tor dann öffnet, weiß ich immer noch nicht. Ernsthaft? Danke. Gut, dann ab da durch. Haben mich diese Höhlen nach Utgard geführt? Wie merkwürdig. What? Damit habe ich noch nicht gerechnet. Und hier ist auch der Endgegner? What? Lecco mio. Der haut aber zu, ey. Uiuiuiui. Okay. Die Verteidigung von Castra Ignis erwies sich als unüberwindbar. Aber ihre Wachtürme stürzten unter dem wagemutigen Überfall der Wölfin. Was den Sturm auf die Festung selbst betraf, so formte sich bereits ein Plan in ihrem Kopf. Also seid ihr auf der Suche nach einem Pfad durch Utgard nach Castra Ignis. Wollt ihr noch eine Abreibung, Trollhexe? Ich möchte euch einen Handel vorschlagen. Einen zu unser beider Vorteil. Erledigt das doch selbst, Trollhexe. Kein Interesse. Hört mich an. Vielleicht ändert das ja eure Meinung. Es gibt eine Insel, längst vergessen, und hinter einem Nebel versteckt, dem selbst Schiffe nicht trotzen mögen. Dort liegt Sigurd begraben, samt seines Ringes Antvaranaut. Wenn ihr mir diesen Ring bringt, helfe ich euch zum Herzen des imperialen Lagers bei Castra Ignis vorzustoßen. Was sagt ihr da? Einen läppischen alten Ring im Tausche gegen einen unsichtbaren Pfad in die Feste des Feindes? Nun gut, ich werde euch den Ring besorgen. Aber ihr solltet besser euren Teil der Abmachung einhalten, Trollhexe. Ich versichere euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Bis ihr den Ring habt, werde ich mir die Zeit in eurem Dorfe vertreiben. So kann ich endlich etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen. Kannst du mal bitte... Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Handel. Ja, die kann mal bitte wegbleiben. Das ist unser Platz hier. Wozu noch warten? Nun segelt schon nach der vergessenen Insel zu Sigurds letzter Ruhestätte und bringt mir diesen Ring. Das geht auch freundlicher, ey. So, ich will nur noch mal kurz gucken. Wahrscheinlich können wir nicht aufleveln. Ich glaube, wir haben nichts Entsprechendes bekommen. Braucht ihr einen neuen Talisman? Doch, tatsächlich haben wir was bekommen. 4 Stück, glaube ich. Gut, hier geht's dann in der nächsten Session wieder weiter, Spitze. Bedanke mich. Bis denn.